Fredriksen, einer der reichsten Männer der Erde. In seiner Heimat Norwegen nennt man ihn den großen Wolf. Die Öffentlichkeit scheut er. Sein Reich ist das Meer. Ihm gehören Schiffe, Ölplattformen und Lachsfarmen. Chiles Süden, ein Naturparadies zwischen Vulkanen und Feuerland. Lachsfarmen schießen wie Pilze aus dem Meer. Größter Player ist John Fredriksen mit seiner Firma Marine Harvest. Jahr für Jahr werden hier 100 Millionen Lachse gemästet. Für die Kunden in Europa, Japan und den USA ein Drittel der Weltproduktion. Über dem Wasser Idylle. Unter dem Wasser herrscht reger Lachsverkehr. 200.000 pro Käfig, 1 Million pro Farm. Doppelt so viel wie in Europa erlaubt. In Chile sind die Umweltgesetze lax, ein Paradies für Investoren. Christian Soto, einer von 50.000 Menschen, die in der Lachsindustrie arbeiten. Er ist Taucher und muss hinunter in die eisige Tiefe der Käfige, 40, manchmal 60 Meter tief. Unten muss er Netze reinigen, reparieren oder die Totlachse rausholen, die an solchen verendet sind. Besuch bei einer Seelöwenkolonie. Die mächtigen Raubtiere stehen auch in Chile unter Naturschutz. Das hindert die Lachsindustrie nicht daran, auf sie Jagd zu machen. Ein lebensgefährlicher Job für die Taucher. Estos lobos marinos se acercan a los centros de cultivo porque ahí ven alimento. Die Seelöwen greifen an. Lachse sind für sie Futter. Wenn sie in einen Käfig eingedrungen sind, müssen wir dafür sorgen, dass sie rausgeholt werden. Oft wird auf die Seelöwen geschossen. Dann müssen wir hinunter, um zu sehen, ob sie wirklich tot sind. Das ist lebensgefährlich. Simplemente decides no hacerlo y diplomáticamente se te va a pedir. Wenn man sich weigert, heißt es, du brauchst dich hier nicht mehr blicken zu lassen. Letztes Jahr hat mich ein Seelöwe am Bein in die Tiefe gezogen. Dabei wurden mir die Schwimmflossen und die Tauchermaske abgerissen. Auf dem Meeresboden liegt der Müll der Lachsfarmen. Netze, Rohre, Reifen, Batterien. Dazu eine dicke Schicht aus Lachsscheiße und nicht gefressenen Futterpellets. Sie bedeckt den Boden des Meeres und tötet alles Leben. Fauna und Flora sterben. Die Presseabteilung von Marine Harvest präsentiert uns eine andere, heile Lachswelt. Ausflug zu einer Farm im Fjord von Reloncaví. Über dem Wasser sieht alles sauber und idyllisch aus. Fütterung der Raubtiere mit Pellets, damit sie schnell fett werden. In nur 18 Monaten legen sie 4 Kilo zu. Wildlachse brauchen dazu 6 Jahre. Allein in diesem Fjord produzieren die Lachse so viel Fäkalien wie die Einwohner einer Millionenstadt. In den Käfigen ist es eng. Oft drohen die Lachse zu ersticken. Dann wird über Kompressoren Sauerstoff ins Meer gepumpt. Für die Qualitätsmanagerin des Unternehmens kein Grund zur Sorge. Wir messen ständig, wie viel Biomasse ins Wasser gelangt. Wenn es mehr ist als erlaubt, fahren wir die Produktion einfach herunter. Das ist die Wirklichkeit von Marine Harvest. Lachskadaver müssen entsorgt werden. In Chile wütet das Lachsvirus ISA, eine tödliche Krankheit. Die Lachse sterben an inneren Blutungen. Gegenmittel gibt es nicht. Das Virus hat sich rasant ausgebreitet, weil die Farmen viel zu dicht beieinander liegen.
Die Kadaver werden in solchen roten Containern versiegelt und später entsorgt. Gibt es hier im Fjord Fälle von Lachsvirus ISA? Nein, soviel ich weiß, nicht. Nicht in diesem Fjord, soweit ich weiß. Auf alle Fälle nicht bei Marine Harvest. Fragen Sie doch die Fischereibehörde. Wir entdecken nur wenige Kilometer weiter diese Marine Harvest Farm. Hier wütet das Virus. 800.000 Lachse sind auf Anordnung der Gesundheitsbehörde notgeschlachtet worden. Die Farm kommt unter Quarantäne und bleibt für ein paar Jahre geschlossen, bis das Virus ausgehungert ist. Wenn die Seuche ausbricht, sterben die Lachse. Manchmal 2.000 bis 3.000 Stück pro Käfig, täglich. Wir müssen sie rausholen. Diese Kadaver hier lagen schon ein paar Wochen unten im Käfig. Viele Farmen schaffen es nicht mehr, sie zu entsorgen. Wir packen sie dann in solche Beutel und hängen sie wieder in den Käfig, so lange, bis sie abgeholt werden. Der Gestank ist unbeschreiblich. Wir machen das ohne Schutzkleidung. Resguardos también deben hacer retiro de eso. Kotschamo, ein Fischerdorf am Ufer des Fjords. Ein Dorf in der Krise. Denn in den Fanggründen gedeiht nichts mehr außer Lachsen. 38 Lachsfarmen in einem kleinen Fjord sind einfach zu viel. Stevens Arenas, der Vorsitzende der Fischergenossenschaft, nimmt uns mit. Am anderen Ufer des Fjords ist eine Lachsfarm. Ein Fischer fängt entkommene Lachse. Das ist illegal. Negro, wie viele hast du? Entkommene Lachse bleiben Eigentum der Industrie. Wer sie fängt, riskiert Gefängnis. Hier gab es mal einen Massenausbruch von 130.000 Lachsen. Das sind Raubfische, die in Chile in freier Natur überhaupt nicht vorkommen. Sie fressen alles, Stinte, Königsfische. Für uns bleibt nichts. Wenn Sie einen bissigen Hund haben und der fällt auf der Straße einen Menschen an, wer hat dann die Schuld? Das Opfer oder Sie, weil Sie den Hund nicht eingesperrt haben? Auch die Muscheln sterben, weil der Meeresgrund unter Fäkalien und Futterresten erstickt. Drüben war eine große Miesmuschelbank. Jetzt ist sie tot. Wenn wir die Lachsfirmen anzeigen, sagen die Behörden, tut uns leid, wir haben nicht die Mittel, gegen die Industrie vorzugehen. Die Lachsindustrie ist unser Feind. Oslo, eine exklusive Party am Rande der internationalen Schifffahrtsmesse. Das Gerücht geht um, John Fredriksen werde heute Nacht hier auftauchen. Doch am Ende lassen sich nur seine Zwillingstöchter blicken. Objekte der Begierde, sie erben ein Milliardenvermögen, irgendwo zwischen 5 und 10 Milliarden Euro. Schon jetzt arbeiten sie in den Vorstellungen.